zum Märzmarkt 2024. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wurden keine Birkenbäume mehr in der Fußgängerzone für die Osterdekoration aufgestellt. Die neuen bunten Osterhasen wurden von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Bauhof aufgestellt. Dort hängen die Schulen und Kita ihren liebevoll dekorierten Osterschmuck auf. Für die frühlingshafte Dekoration in der Innenstadt sorgt wieder das Team vom Bauhof mit viel Liebe zum Detail. Der verkaufsoffene Sonntag sowie die zusätzlichen Stände in der Fußgängerzone und auf dem Kaiser-Susanne-Platz laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Beim traditionellen Märzmarkt verwandelt sich der Luitpoldplatz an dem Wochenende in einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Kinderfahrgeschäften sowie Süß- und Spielwarenständen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ja? Und du willst den Pink, ne? Brezeln mit den bunten Stabausstecken wurden von den Kitas und Schulen gebastelt. Den Erlös aus dem Brezelverkauf überreicht das Wirtschaftsforum auch dieses Jahr wieder der Jugendfeuerwehr. Unter dem Motto der vier Jahreszeiten nehmen rund 340 Kinder und Erwachsene am Sommertagsumzug mit anschließender Winterverbrennung teil. Mit der musikalischen Unterstützung der Blaskapelle aus Abenheim und den Dunnersperger Windsaufetzern zogen die liebenvoll verkleideten Grünstädter, Asselheimer sowie Sausenheimer Kita-Kinder die Kutsche mit Bürgermeister Klaus Wagner und der 72. Weingräfin Charlotte aus Wattenberg, das Kabi sowie die Grünstädter Feuerwehr durch die Innenstadt. Ja, liebe Gäste, liebe Grünstädterinnen, liebe Grünstädter, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich auch bei unseren beiden Kapellen. Einmal die Blaskapelle 1959 Abenheim hat auch schon ein Stück weit Tradition, dass sie bei uns sind. Und das erste Mal dabei sind die Dunnersperger Wildsaufetzer. Herzlichen Dank an die Polizei und uns, ohne unsere Feuerwehr geht ja in Grünstadt sehr wenig. Sie war natürlich auch beim Umzug dabei, hat hier alles vorbereitet, hat den Schneemann gebaut. Und heute ist auch Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Die freut sich, wenn Sie nachher noch hingehen, da gibt es Essen, Trinken, da gibt es Kaffee und Kuchen. Also ein großes Fest heute auch bei unserer Feuerwehr. Dann darf ich mich bedanken natürlich bei den ganzen Kitas, die Kita Asselheim, bei der Kita Südring, beim Haus des Kindes. Sie verkörpern heute den Frühling, den wir so gerne jetzt herbeisehen. Die Kita St. Peter und die Pfalzkids stehen für den Sommer, die Kita Asselheim für den Herbst und die I-Kita Lebenshilfe und die Kita Sausenheim, die verkörpern den, den wir vertreiben wollen, nämlich den Winter. Also herzlichen Dank an unsere Einrichtungen in der Stadt, dass ihr unseren Umzug so wunderbar gestaltet haben. Die Pfalzkids wünschen euch einen schönen Sommer. Ein warmer Sommer, der wäre wunderbar. Mit Sonnenschein von Juli bis September. Dann ist für uns Kinder alles klar. Ich gehe mal rüber zur Feuerwehr. Seid ihr ready? Dann sage ich jetzt nur das Wort Winterbrenne!